Tobi Schott bei Baustoffspenden NRW. Schönen guten Abend. Tobi, wenn der Mann ist so groß, du musst richtig die immer ne, hochhalten hier. Schau, ich mache mal hier den Vergleich gerade für euch. Schau mal hier. Einmal kleiner Vergleich. Ja. Genau, kleiner Vergleich hier. Also Tobi, du bist auf dem Weg zu den... Ins Ahrtal. Ins Ahrtal. Generell, ja. Wir waren ja erst in Slowenien und jetzt habe ich gesagt, ich fahre mal wieder ins Ahrtal. Bin überall eigentlich, das ganze Wochenende unterwegs und fahre jetzt gleich so eine Dachzeltnomaden, weil wir dort Slowenien nochmal besprechen, aber auch Ahrtal-Einsätze. Dort steht noch eine große Wechselbrücke von uns, die wir wahrscheinlich fit machen wollen für die nächsten Einsätze, die wir so gemeinsam machen, sind ja immer mehrere mit beteiligt und das macht auch schon ja wahnsinnig stolz, wenn man sich dann einfach gemeinsam was schaffen kann, ob das jetzt hier ist. Ihr könnt wahnsinnig stolz sein auf diese Spendenlage. Ich komme alle fast lang mal her, ich war glaube ich vor einem Monat hier, dachte schon so, boah krass, und jetzt ist es noch krasser. Also es ist Wahnsinn, was hier an Material rumsteht. Es sollen nochmal 50 Paletten kommen. Nein, 50 Sattelzüge. 50 Sattelzüge. Plus nochmal dann die Gugelsberger, die kommen auch noch dazu, zwei Wochen später. Ich weiß noch nicht, wie ihr das unterbringt, aber es ist total wichtig, dass es hier diese Institution gibt und das ganze Team. Und das muss auf jeden Fall noch etliche Monate, vielleicht sogar noch ein Jahr oder zwei, aufrechterhalten werden. Ganz, ganz großer Appell an die Politik und an die Geldgeber da draußen. Macht das möglich, das ist wichtig. Also ihr seht es vielleicht selber, ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil wenn man hier sieht, was an Warenwerten rumsteht und was man dann wieder mit an zu Hause schaffen kann, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist beeindruckt mich als Technikfan und als jemand, der Bauerfahrung hat und weiß, was das kostet, beeindruckt mich das sehr. Also hier kannst du wirklich herkommen und kannst alles kriegen, was du für deine Hütte brauchst, um sie wieder aufzubauen. Ne? Das ist schon... Die Worte von Tobi Schott, einem Mann, der eine eigene Hilfsorganisation hat, mit der Amy zusammen. Und der weiß, wovon er redet, weil er hat schon genug getan. Und hinten Baustoffzelt Kaiser, ihr seht es auch. Ich glaube, wir müssen nicht viel dazu sagen, ne, wer es erfunden hat. Und ja, was die Konsequenzen sind, wenn sowas zugemacht wird. Das haben wir alle gesehen und das brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich denke gerade an die ersten Tage noch vom Baustoffzelt und... wie das alles aufgebaut worden ist und dass jetzt das hier daraus entstanden ist. Ihr seid ja parallel entstanden und dann ist ja vieles vom Baustoffzelt auch hierher gekommen. Und auch übernommen worden von der Idee, von der Grundlage. Der Architekt ist der Wilhelm und viele vom Kaiserzelt sind auch hier, helfen hier noch mit. Das ist und Wahnsinn. Danke an alle, dass das geht. Ich glaube, ne? Tibor ist ja schon 100 Mal mit euch hier durchgegangen. Das wird nicht reichen. Tibor, werde bitte nicht leise, was das angeht. Macht da Feuer an den richtigen Stellen, weil das begeistert mich wirklich. Also das ist... hier stehen Waschbecken rum, die hat manch einer nicht zu Hause und die Flutbetroffenen können sie sich hier kostenlos holen und können sie sich zu Hause einfach wieder ihre Heimat aufbauen. Und, kommen aus Hessen übrigens, von Hessen. Ja, geil, also ja, die Hessen. Ich glaube, das ist ein deutscher, also das Ahrtal ist ja immer noch ein deutschlandweites Projekt und wir müssen eigentlich viel mehr noch dafür tun, dass das wieder hier aufgebaut wird. Aber es ist ein schwieriger und ein weiter Weg. Ne? Wir sehen das in anderen Krisengebieten, wo wir aktuell unterwegs sind. Da ist auch immer so am Anfang die Euphorie da und dann merken die irgendwann, ey, das ist nicht in 3-4 Wochen getan. Das braucht. Das dauert Monate, gar Jahre. Ne? Und wir sehen es jetzt gerade auch in Slowenien. Mit den Dachzeltnomaden, mit Theo Huber hilft, mit Tibor Schadi und dem ganzen Baustoff-NRW-Team, mit allen, die da dabei sind. Die Liste ist immer zu lang, um sie zu nennen. Sehen wir natürlich. Kai Heule unterstützt auch aus der Ferne. Der macht ja auch die Slowenien-Sammlung und schickt jetzt auch noch was rüber. Es gibt so viele, die uns gerade unterstützen und die Gemeinschaft unterstützen. Und dann merkt man auch, okay, es ist wichtig. Wir können nicht auf der ganzen Welt helfen. Also nicht in der Form, wie wir es brauchen. Und in Süddeutschland, da wo Emi gerade ist, rund um den Bodensee, hat es ja auch gekracht ganz wild. Da soll es auch Sonntag und Montag, glaube ich, nochmal richtig krachen. Wir müssen auf jeden Fall vielleicht mal unsere Denke ändern, wie wir mit der Natur umgehen. Es gibt viele Dinge, die wir nicht ändern können oder nicht so schnell ändern können. Wir dürfen auch nicht mit dem Dampfhammer draufhauen. Ich glaube, die Politik sollte lieber mal eine Million oder zwei hierher schicken, als für irgendwelche Käseprojekte auszugeben. Und dass das noch einfach noch mal ein Jahr weiterläuft hier. Ne? Und dass wir alle mal gucken, dass wir so ein bisschen auf die Natur achten. Ne? Wer mich kennt, weiß, ich bin kein Hardcore-Grüner, ja,
Aber ich bin einfach Realist manchmal. Ne? Realist ist das Einzige, was hilft. Ne? Ja, und dementsprechend nicht mit dem Dampfhammer, aber einfach mit Überlegung und mit Bedacht Stück für Stück was ändern. Ne? Was glaubst du, was erwartet dich am Wochenende im Ahrtal? Schwierig. Also ich war vor 4-6 Wochen mal da. Vom Jahrestag war es, meine ich, ne? Ich glaube, jetzt wird es noch intensiver auch nochmal das Wochenende, weil ich mir auch Zeit genommen habe, nochmal mit den Leuten zu sprechen und mir einzelne Projekte anzugucken, die wir noch unterstützen können. Und auch, es ist erschreckend, wie langsam es doch geht, ne? Also für manche sind schnell, manche haben es gut geschafft. Und für viele ist es doch noch, auch sehr bewegend. Und ich war am Mittwoch, waren wir in Bonn mit dem Top-Magazin eingeladen. Es waren auch ein paar Leute da, die sich im Ahrtal engagieren und das auch sehr stark, einige Stiftungen. Und der Abend war so ein bisschen überschattet von dem Thema Ahrtal und das war auch gut so, weil natürlich viel geredet worden ist, es sind Kontakte ausgetauscht worden und wie man jetzt weitere Hilfen etablieren kann. Und das nimmt einen dann doch schon auch wieder ein paar Tage mit und ich glaube auch nach dem Wochenende werde ich wieder zu Hause sein und werde drüber nachgrübeln, wie wir hier weitere Aktionen machen können. Ne? Momentan viel im Stillen, im Hintergrund. Das funktioniert sehr gut. Und man sieht es ja auch, dass es Aktionen gibt, wie diese 50 LKWs, die herkommen. Das ist einfach Wahnsinn. Als ich das die Woche gelesen habe. Bayern, Freunde, ja, mit Herz. Ja. Und dass man dann nicht mal die Maut erlassen kann, liebe Freunde. wenn ich das gelesen habe, wo ich gesagt habe, ey, das ist ein Hilfstransport, ja. Scheiß auf die Maut. Ja. Ist eigentlich eine Frechheit, aber ja. Ist es. Ja. Ist es. Aber... Das ist, ich äußere mich nicht so oft politisch. Alles gut. Aber ich habe diesmal heute noch muss Zeug. Ich, ja. 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 Stelle ja keinen an den Pranger, aber manchmal, nee, das ist, eine klare manchmal Meinung. Ist es einfach so, dass man sagt, ey, das ist so, das hilft unseren Menschen, das hilft auch unserem... Also ich habe ja viel Kontakt mit Leuten aus dem Bundestag und die haben gesagt, das Grundrecht gilt immer noch, auch das Recht für Meinungsfreiheit gilt noch, was eine total tolle Geschichte ist. Also ist alles fein, ja. Da reden wir nicht drüber. Ja, nein, aber es ist einfach wichtig, dass ihr in Erfstadt weitermacht. Und das ganze Tal und alle davon profitieren können. Das ist wirklich beeindruckend hier. Ne? Also das ist nicht schlecht. Ja, du hast auch schon oft gespendet und ja. Ja, wir haben übrigens auch, ich weiß nicht, ob man das erzählen darf, mit den ganzen Hilfsaktionen. Es ist Wahnsinn. Ne? Also es reicht nicht aus. Wir tauschen uns untereinander aus, kann ich euch nur so sagen, aber es entstehen viele Dinge auch, gerade für hier. Und da halten wir dran fest und werden euch nach und nach mit Informationen, wie soll ich sagen, verpflegen. Definitiv werden wir das tun. Ja. Und morgen sehen wir uns schon wieder, ne? Wo? Ja. Mit Theo Huber und nicht quatschen machen. Dachzelt nochmal. Genau, ich glaube, Wilhelm kommt auch ins Tal, habe ich gehört. Nee, ein bisschen woanders sein gerade. Ja. Nee, er ist unterwegs, meine ich. Würde mich kommt, jetzt ne? wundern. Aber wir sehen uns auf jeden Fall morgen bei den Dachzelten nochmal. Definitiv. Ja. Ja. Ihr Lieben, wir gehen noch ein bisschen in die Gespräche. Hast du da eine Überraschung? Überraschung? Was für eine Überraschung? Ich weiß nicht, für die Dachzelten nochmal. Ach so, eine Überraschung. Nein. Also, ja, das weiß er schon, das weiß er schon. Das weiß er schon, okay. Also ihr Lieben, das mal von hier, vom Standort. Wir wünschen euch einen guten Abend, würde ich sagen, ne? Genau. Und eine ruhige Nacht, kommt gut durch, danke fürs Unterstützen. Teilt fleißig um die Welt, weil wenn wir gemeinsam Alarm machen, dann können wir viele erreichen und dementsprechend geht das hier hoffentlich noch eine Weile weiter. Und ich hoffe, dass Tibor auch noch bereit dazu ist und noch viel Kraft hat, mit seinem Team hier oben auch noch einzurocken. Und es gibt auch noch andere Optionen. Alles ist möglich. Alles kann, nichts muss. Ihr Lieben, euch einen schönen Abend und weiter Fluthilfe machen, mit den Leute unterstützen. Und toll, dass ihr immer dran bleibt und ja, uns so beisteht. Ciao, ihr Lieben. Perfekt. Gute Nacht. Tschüss. Vielen Dank.